Die Aufregung in Walchsee ist deutlich zu spüren. Hobbywanderer und Skifahrerfans im Kaiserwinkel erwarten einen besonderen Gast. Der ehemalige deutsche Skirennläufer Felix Neureuther kommt nach Tirol, um den ganzen Tag mit seinen Fans zu verbringen und eine gemeinsame Wanderung auf die Lippenalm zu unternehmen. Über die Einladung nach Walchsee zu kommen, hat sich der Skistar sehr gefreut. Die Umgebung im Kaiserwinkel weckt doch einige Erinnerungen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil ich hier mit der Gegend schon sehr, sehr verbunden bin, also sehr eng verbunden bin. Meine Großeltern, die Winkelmoosalm, wo ich als Kind auch sehr viel Zeit verbracht habe. Ich meine, ich bin mein ganzes Leben oder die Hälfte meines Lebens, sage ich mal, in Tirol gewesen oder in Österreich gewesen, schon allein durch Skifahren. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele schöne Erinnerungen. Aber na, es ist einfach immer wieder wirklich eine Freude herzukommen, weil die Leute so freundlich sind und du halt auch noch merkst, wie die Verbundenheit zur Natur gelebt wird. Und das finde ich sehr, sehr schön. Rund 80% der Gäste kommen aus Deutschland, besonders wegen des Wanderangebots in der Region. Die Wanderwege noch bekannter zu machen, das ist das Ziel des Tourismusverbandes Kaiserwinkel. Ja, grundsätzlich eigentlich war die Idee vorhanden, nachdem wir uns entschlossen haben, dass wir unsere Wanderwege etwas aufwerten und einen Teil der Wanderwege als Premium-Wanderwege deklarieren. Da haben wir jetzt jahrelang daran gearbeitet, jetzt beginnt die Umsetzung und da ist der Zeitpunkt eigentlich jetzt ideal gewesen, dass wir da so eine Veranstaltung auf die Beine bringen. Und auf der Suche nach einem geeigneten Partner und Testimonial haben wir natürlich da nicht lange überlegen brauchen, wie wir die Möglichkeit bekommen haben, den Felix Neureuther für diese Sache zu gewinnen. Einige Gäste aus Deutschland und mehreren österreichischen Bundesländern wandern mit Felix Neureuther. Dass sie am Promi-Wandertag dabei sein dürfen, ist das Ergebnis eines Gewinnspiels. Auch eine Unterkunft im Kaiserwinkel ist mit dabei. Wir haben dort einfach Preisausschreiben ausgelobt und da haben wir uns Partner gesucht. Und zwar in jenen Regionen, in denen wir schon Bekanntheit haben. Und zum einen im ostösterreichischen Raum, zum einen im bayerischen Raum und zum dritten in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir uns Medienpartner gesucht, die praktisch diese Preisausschreiben gemeinsam mit uns ausgelobt haben. Der Preis hat darin bestanden, dass einfach für zwei Personen, in dem Fall ein zweinächtiger, dreinächtiger Aufenthalt bei uns im Kaiserwinkel in einer bestimmten Kategorie mit dabei ist und eben diese Wanderung mit dem Felix Neureuther. Am Ziel angekommen, dürfen die Wanderer nicht nur das Panorama des Walchsees genießen, sondern auch ein paar Worte mit dem Skiprofi wechseln. Das Gewinnspiel hat sich für sie also gelohnt. Die Wanderroute war so gewählt, dass es wirklich für jeden passt. Und dadurch hat man wirklich mal reinschnuppern können und so das Wandern kennenlernen. Und das war total gemütlich, so mal mit so einer durchgemischten Runde. Ja, ich bin zum ersten Mal da. Und ich finde es einfach wirklich atemberaubend schön. Also ich habe mir das gar nicht gedacht, dass es irgendwie so schön ist, so nahe eigentlich am Zuhause. Weil das Burgenland hat ja doch keine Berge. Also von dem her ja, bin ich schon recht einfach ein bisschen fasziniert von der Umgebung. Sehr fein, sehr fein. Na voll, also hier die ganzen Almen, wo wir durch sind, haben den einen oder anderen Handstand dahingelegt. Haben uns mit einer netten Gruppe hier den Tag versüßt. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Gestärkt und gut gelaunt geht es am späteren Nachmittag wieder bergab. Aber die Erinnerungen an die Wanderung und ein Selfie mit Felix Neureuther dürfen die Gäste gerne behalten.